Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um ein Achievement, das wir unter Erkunden und dann Battle for Azeroth finden. Und zwar heißt es Dünenreiter und für dieses müssen wir alle wackeligen Planken in Voldum einmal, naja, benutzen. Und bei der ersten Planke bin ich hier gerade schon. Ihr seht, ich kann da einmal drauf drücken. Und zwar habe ich mir hier schon mal die Koordinaten von allen Planken rausgesucht. Und zwar seht ihr, haben wir hier eine, dort ist eine, da sind noch zwei und die letzte ist einmal hier oben. Ich werde die euch aber alle nochmal zeigen und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt erstmal an, was die... Oh, ah, ich dachte mir sowas schon. Okay, man kriegt quasi... Kann ich mal mit springen? Nee, damit kann ich nicht springen. Aber ich kann schon mal schauen, dass ich in die Nähe der nächsten Planke fahre, oder? Geht das? Oh, man kann... Oh, 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 okay. Also man, so richtig lenken kann man nicht. Man kann quasi... Oh, shit. Okay. das war schon mal cool. So, ich würde sagen, wir gehen gleich mal zur nächsten Planke. Ich werde euch übrigens die Koordinaten unten reinbasteln, dass ihr euch die auch genau raussuchen könnt. Also, die nächste Planke müsste irgendwo hier sein. Ah, da haben wir sie. Planke Nummer 2. Jetzt schaue ich, dass ich... Also so richtig lenken kann man nicht, ja, also man fährt quasi immer nur bergab mit dem, man kann nicht so, ach, doch, nach links, ah, ich kann aber nicht weiter nach links und rechts, oh shit, okay, jetzt häng ich im Baum drin. So, das war Planke Nummer 2, ich werde mich jetzt dann hochbegeben zu den anderen Planken und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Und zwar bin ich jetzt bei Planke 3 und 4. Und zwar eine ist hier an der Ecke und andere ist hier oben. Und die ist ein bisschen trickier. Also sprich, ich bin jetzt erstmal hier dem Sand hochgelaufen. Ne? Das ist ja noch relativ easy. Und dann werden wir es jetzt einsetzen und den Buff wegklicken. Ob das... Oh shit, da wird man... Also sie ist trotzdem noch da. Jetzt schauen wir mal, ob das trotzdem gezählt hat. Doch, jetzt habe ich 3 von 5. Wunderbar, das zählt also. Ich wollte jetzt nicht da komplett herunterfahren, denn wir müssen jetzt einmal da hoch noch und die ist ein bisschen trickier versteckt, denn wir müssen jetzt hier oben lang laufen. Und also wie gesagt, hier von der Seite ran. Und dann ist nämlich noch eine da hinten drin und da muss ich mal gucken, ob ich irgendwie hochkomme. Denn ich muss nämlich hier irgendwie hochkommen und da bin ich mir jetzt auch noch nicht ganz so sicher. Vielleicht muss ich da auch ein anderes Mount nehmen. Mal gucken. Oder ich nehme den Dings hier. Moment. Und, also, okay. Wir haben es geschafft. Ich denke mal, man kann, wenn man ein bisschen skillter im Hochbuggen ist als ich, auch ohne den Dudu-Sprung, das machen. Und hier haben wir die nächste Planke. Und ich würde sagen, die reiten wir jetzt mal darunter. Es ist schon richtig cool gemacht, aber man kann hier nicht wirklich viel nach links und rechts drehen. Also so geht es schon, aber ich komme nicht weiter in die andere Richtung. Man ist ziemlich schnell unterwegs, so... Das macht schon was her. Und jetzt müssten wir eigentlich... Ja, wir haben 4 von 5. Und jetzt würde ich sagen, begebe ich mich nochmal zur letzten. So, dann schauen wir uns noch an, ob wir das letzte finden. Und zwar bin ich jetzt einmal hier oben. Und ihr seht, da hoch müssen wir. Ich bin erstmal da unten lang gelaufen. Da kommt man nicht hin. Man muss irgendwo hier hochkommen. Und ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt mal zusammen an. Und ich denke, dass ich, wenn ich diese Schlange hier hochlaufe, dass wir hinkommen. Und zwar, seht ihr, hier ist diese komische Brücke. Und ich bin jetzt hier hinten hochgelaufen, quasi hier, ne, hier rum, hier auf diesen Schlangenschwanz da, ne, und laufe jetzt einfach mal einmal außen rum und guck, ob wir da hochkommen. Heißt, Brücke laufen und dann hier auf dieses Gebirge hoch, weil von unten kommt ihr auf jeden Fall nicht lang, ne, und hier kommt ihr auch nirgends hoch, also ich habe das schon getestet, bin da ein bisschen rumgelaufen, das könnt ihr vergessen. Oh, hier ist noch einer, der Echse ist hier. Oh, schau mal, was ist das? Das ist sogar eine Oh, da ist sogar eine Rampe. Moment mal, können wir dann diesen Schlangenschwanz runter? Wahrscheinlich schon, oder? Also ich glaube, dass es da oben sein müsste, ja. Dann hat man anscheinend hier auch eine ganz nice Bahn zum Runterfahren, beziehungsweise hier auch mehrere Rampen. Das sieht schon so aus, ob man da das Ding findet. Ja, seht ihr, da oben ist es. Wunderbar. Soll ich so eine Rampe benutzen? Ich guck mal, ob man Fallschaden kriegt. Ich kann mir... So, wie ist das? Off-Hill oder irgendwas? Ah ja, schau, da ist das letzte. Und da kommt auch schon das Achievement. Und ich nehme so eine Rampe. Komm, wir nehmen jetzt so eine Rampe. Oh shit, ich hoffe, es gibt keinen Fallschaden. Okay, es gibt keinen Fallschaden, nice. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, das war's mit dem kleinen Achievement Guide. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen ein bisschen weiterhelfen. Sollte das der Fall sein, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.